Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr A4-Schnitte in Großformat mit dem Affinity Designer zusammenkleben könnt. Der Vorteil beim Affinity Designer ist, dass ihr die PDF-Datei nicht vorher in Einzelseiten aufteilen müsst, sondern diese direkt in Affinity Designer öffnen könnt. Hierfür geht ihr einfach auf Datei öffnen und wählt dann eure gewünschte Datei aus. Hier bei Seite laden könnt ihr dann auswählen, ab welcher Seite euer Schnittmuster anfängt und könnt somit die Anleitungsseiten direkt auslassen. Und dann geht ihr einfach auf OK. Und jetzt öffnet er euch alle einzelnen Seiten in sogenannten Artboards. Die Artboards sind hier auf der rechten Seite in Ebenen dargestellt. Und jetzt können wir uns die Artboards entsprechend ansortieren. Hierfür wählt ihr dann entweder oben die Artboard-Seite aus, wenn ihr auf Seite klickt, oder aber ihr wählt rechts in dem Menü die Seite aus, was besser funktioniert. Und jetzt kann ich das eigentlich einfach bewegen und kann mir jetzt hier diesen Schnitt aneinanderlegen. Das mache ich jetzt einfach mit allen Schnittteilen. Dann habe ich die schon mal entsprechend positioniert. Wie gesagt, wichtig ist immer, dass man wirklich dieses Schnittteil erwischt und nicht, also die ganze Seite erwischt und nicht versehentlich nur irgendeine Linie. So, und dann habe ich jetzt diese Seiten soweit schon ansortiert. Und jetzt ist es so, dass ihr, weil wenn ihr das jetzt einfach so abspeichern würdet, würde er euch wiederum nur diese ganzen Einzelseiten abspeichern. Wir müssen jetzt schauen, dass wir eben alles von diesen einzelnen Artboards auf ein Artboard bekommen. Dafür müssen wir erst einmal die einzelnen Artboards löschen. Das machen wir, indem wir einfach hier Rechtsklick machen und hier Löschen auswählen. Und dann kommt hier diese Meldung, ob wir Objekte behalten oder löschen wollen. In dem Fall wollen wir natürlich die Objekte behalten. Und dann löscht er uns eben im Hintergrund das Artboard weg. Und damit ich jetzt aber trotzdem noch meine Übersichtlichkeit habe, welche Seite zu was gehört, gruppiere ich mir das Ganze mit STRG G. Dann erstellt er mir hier also eine Gruppe. Und die kann ich ja später auch wieder entgruppieren. Nur damit ich es jetzt einfach besser zur Übersicht habe, mache ich das so. Müsst ihr natürlich nicht machen. Sollte das hier mit diesem Löschen und mit dieser Meldung nicht funktionieren, bei Mac gibt es da, glaube ich, Probleme, dann könnt ihr auch das Ganze mit der Entfernen-Taste, glaube ich, ist es bei Mac, machen. Zum Gruppieren könnt ihr natürlich auch einfach Rechtsklick machen und dort Gruppieren auswählen und dort könnt ihr natürlich auch Gruppe auflösen machen. Auf die beiden Seiten gehe ich später nochmal genauer ein. Hier löschen wir einfach nur das Artboard, da braucht nichts gruppiert werden. Jetzt, wenn das letzte Artboard entfernt wurde, dann wird euer gesamter Bildschirmhintergrund schwarz. Das macht aber erstmal nichts. Jetzt legen wir dann das neue Artboard an. Hier haben wir das Artboard-Werkzeug. Da haben wir jetzt hier bei der Größe verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Der hat jetzt hier relativ viel für dieses Apple und iPad. Wir können jetzt auch sagen Dokument, aber beim Dokument würde es jetzt uns einfach zu klein werden. Wir gehen jetzt auf die Auswahl. Dafür müssen wir aber einmal kurz hier alles markieren. Das machen wir einfach mit STRG und A. Und sagen eben, in der Größe der Auswahl möchten wir ein Artboard einfügen. Dann einfach hier auf Artboard einfügen klicken. Und jetzt hat er uns also hier ein Artboard eingefügt, genau in der Größe, dass alle unsere Schnittteile mit drin sind. Jetzt komme ich noch zurück auf diese zwei Schnittteile, die wir vorher hatten. Das macht Affinity Designer sehr schön, weil es uns direkt anzeigt, wenn wir einen Schnittteil nicht bearbeiten können. Und zwar liegt das dann eigentlich immer daran, weil es eine Grafik ist. Das seht ihr also rechts in der Leiste. Da wird das Ganze jetzt zum Beispiel als Bild betitelt. Und wenn wir die jetzt hier aneinanderlegen wollten, dann überlappt das ja immer. Jetzt funktioniert das hier genauso wie beim Inkscape auch. Und zwar, ich gehe jetzt hier bei der Deckkraft, die haben wir hier rechts stehen, und kann jetzt hier einfach sagen, die mache ich auf 80
oder 50%, das müsst ihr dann selber sehen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel eben den anderen Schnitt durchsehen und kann mir jetzt hier diese Schnittteile wieder anpositionieren. Muss die natürlich vorher noch ausrichten, das zeige ich euch dann in dem Video mit Fadenlauf ausrichten noch genau. Und wie man die Klebekanten richtig entfernt, zeige ich euch im Video Klebekanten entfernen. Und um jetzt einen Rand hinzuzufügen, bei Inkscape zum Beispiel konnte ich ja einfach sagen, ich hätte ganz gerne 30 cm Rand außen herum. Das geht jetzt bei Affinity leider nicht. Bei Affinity muss ich dann einfach hier mein Artboard wieder anklicken und ziehe mir hier einfach entsprechend den Rand raus. In der Größe, die ich einfach benötige. Und wenn ich jetzt soweit fertig bin, dann kann ich das Ganze jetzt einfach abspeichern bzw. exportieren in Datei, exportieren. Dann wähle ich mir hier PDF aus und sage einmal hier exportieren. Und wenn ich jetzt die PDF aufrufe, dann sehe ich also hier meine PDF, wie ich sie jetzt einfach zusammengeklebt habe. Und könnte die jetzt dann eben theoretisch schon als Großformat beamen. Der Vorteil beim Affinity Designer ist, wenn wir jetzt ein Schnittmuster mit Ebenen haben, dann können wir das in Affinity Designer ganz einfach öffnen. Auch hier können wir natürlich dann eben entsprechend auswählen, welche Seiten wir laden möchten. In dem Fall hat die Datei nur eine Seite, weil ich die schon einmal zusammengefügt habe. Und in dem Fall ist es eben so, dass er mir sofort hier rechts die Ebenen anlegt. Das ist zum Beispiel bei Inkscape nicht der Fall. Bei Inkscape müsste ich das ja jetzt erst wieder über Scribus entsprechend anders abspeichern. Und hier haben wir auf jeden Fall jetzt schon die Ebenen drin. Und diese lassen sich ganz einfach hier ganz außen über diese Pfeile, über diese Häkchen an- und abwählen. Die Möglichkeit, alle Ebenen einzublenden und auszublenden, habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Auch hier, wenn da jemand einen Tipp für mich hat, wo das vielleicht doch noch versteckt ist, gerne melden. Ich habe sie noch nicht gefunden, aber okay, dann muss man eben einfach hier wieder ein- und ausblenden. Wichtig ist zu wissen, wenn ihr hier die Ebenen ein- und ausblendet und das Ganze abspeichert als PDF, alle ausgeblendeten Ebenen werden nicht mit abgespeichert. Das heißt, die fehlen euch hinterher in der PDF. Deswegen ist es dann immer ganz wichtig, wenn ihr alle Ebenen drin haben wollt, auch alle Ebenen eingeblendet zu lassen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Anleitung und gutes Gelingen mit euren Projekten.